Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splatoon 2 Online, heute mit dem Sorella Parapluviator und dem Dynaroller. Ach, im Arowana Center, ach so. Okay, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir fangen mit dem Sorella Parapluviator, hieß er, glaube ich, an. Ist wieder so ein Regenschirm. Aha. Der auch so ein Schutzschild hat, okay. Wie oft kann ich das genau aufladen, das weiß ich nicht. Okay, ich glaube immer, wenn das alte kaputt ist, oder? Ja, ist aber auch ein bisschen nervig, wenn ich ehrlich bin. Ja gut, ist jetzt auch nicht wirklich schlimm. Das Nachladen dauert etwas länger, habe ich das Gefühl. Aber okay. Wir gehen natürlich auch gleich in die Masse, um mal zu gucken, wie gut wir mit dem killen können. Ich meine, zuerst haben wir ja so ein Schutzschild, das ist ja eigentlich ganz praktisch. Und ja, jetzt, wir haben einen Bombenmage. Klecksbomber. Ist wirklich nice. Als Ulti meine ich natürlich. Und als Sekundärwaffe die Robobombe. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Waffe irgendwie zwei Sekundärwaffen hat. Nämlich dieses Schutzschild und eben die Robobombe. Ich weiß nicht genau warum, aber mir kommt das wie eine zweite Sekundärwaffe vor. Und wenn man das wirklich gut einsetzen kann, dann wirkt das auch wie eine. Ich habe da manchmal keine Chance gegen. Da bin ich ehrlich. Ja, eben. Das hat mich jetzt, glaube ich, sogar geschützt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es hat mich gerade geschützt. Aber ich kann mich halt auch täuschen, ist ja klar. Oh Gott, der hatte eine Airbrush, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Schaden wir machen, weil immer uns jemand irgendwie hilft beim Killen. Ich meine, ich habe den jetzt nicht gekillt, aber ich habe halt selber gerade mitgeholt. Ja, lächerlich, Idiot. Hä, was? Wie ich das überlebt habe. Okay. Oh nein. Oh nein. Eine Kugel. Nicht getötet worden, aber so gut wie. Ich werfe jetzt einfach mal meine Klecksbomben. Die gehen zwar jetzt in unsere Base, aber wir können das umdrehen. Erster Tod, aber das ist okay. Können wir das noch schaffen? Ich glaube nicht. Okay, ich habe einen getötet. Was? Ich habe drei getötet, okay. Bisschen weird. Aber gut. Gefällt mir. Aber das war halt meine Robobombe, glaube ich. Also nicht der Parapluviator. Sorella, was weiß ich, wie der heißt. So ein schwieriger Name. Aber war trotzdem ganz gut. Cool, würde ich sagen. Nicht gut. Hat relativ viel Spaß gemacht. War auch ein bisschen knapp. Naja, geht. Ja, geht. Wieder hier. Und ich bin gerade Stufe 29 geworden. Freut mich. Ich habe auch schon wieder über 70.000 Münzen. Hab ja erst wieder Geld ausgegeben. Hab aber auch immer wieder ein bisschen gespielt. Deswegen jetzt auch wieder schon Stufe 29. Und nur noch eine einzige Stufe und ich kann mir den Rest an Waffen kaufen. Also theoretisch. Aber, ja. Dafür fehlt mir natürlich komplett das Geld. Ich weiß nicht, was man im Salmon Run gewinnen kann. Das müssen wir uns definitiv mal noch angucken. In einem Livestream. Ich hoffe, dass man da auch Geld gewinnen kann. Sonst ist es nämlich für mich nicht so, ja, wichtig. Ich weiß, dass es in Splatoon 3 auch wieder dabei sein soll. Und halt irgendwie in eine neue Runde geht. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist, aber so habe ich das gehört. Oh Gott, Alter, ich habe ihn mega weggeschubst damit. Okay, das hat er sau gut gemacht. Das gebe ich zu. Da hat er seine Rolle richtig eingesetzt. Kann ich nicht. Das gebe ich ja gerne zu. Okay, da ist jemand.
Ach, mit so einem Hydraulik-Ding. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Ich brauche mal kurz hier. Ich schicke mal ein Schild nach vorne. Das nach dort, aber nö, war dumm. Oder war das so dumm? Damit konnte der uns nicht treffen. Ach, scheiße. Ach, ich lebe. Oh, habe ich gerade gar nicht gecheckt. Aber ich habe ihm auf jeden Fall Hits gegeben. Oh Gott. Ich habe ihm auch jetzt gerade wieder Hits gegeben, glaube ich. Zwar nicht so viele, aber besser als gar nicht, würde ich sagen. Nein, nicht er schon wieder. Hey, warum hat er es nicht abgeschickt? Scheiße. Hätte ich schaffen können. Hätte ich wirklich schaffen können. Schade. Vor allem wegen der Ulti jetzt. Hätte ich gerne gehabt. Oh nein, jetzt ist der Typ da. Hydrant SE, okay. Nicht Hydraulik. Na gut, auch nicht schlimm. Dann ist die Runde halt auch wieder verloren, aber ich kann es halt auch irgendwie nicht ändern. Ich gebe mir ja schon Mühe. Aber es sind halt auch irgendwie zu viele. Sind wir einer? Nee, sind wir nicht. Na gut, dann wechseln wir halt gleich auf den Dynaroller. Das denke ich auch mal wieder ganz nice mit dem Klecksroller zu spielen. Mochte ich ja eigentlich in Splatoon 1 relativ gerne. Von daher passt das. Würde ich mal sagen. Ja, schade. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Was soll auch sonst die zweite Map sein als die Buckelwalpiste? Ja gut. Ist eigentlich nichts Neues, oder? So, wir haben jetzt hier den Dynaroller, der wirklich lange dauert. Oh Gott. Aber wenn man erstmal rollt, dann rollt er. Ich denke auch schon, dass er sehr viel Damage macht, wenn man so, der hat den gleichen. Das ist, wenn man springt. Okay. Aber muss ich jetzt bislang sagen, gefällt mir eigentlich trotzdem ganz gut. Ach, nochmal. Oh Gott. Sorry. Okay. Ulti ist der Hochdruckverunreiniger. Mit dem ich diesmal gar keinen treffe. Und unsere Sekundärwaffe. Die. Ja. Tintmine. Ja, die aus Splatoon 1, die ich vermisst habe. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Also die richtige. Die werde ich am besten hier platzieren. Gott. Oh Gott, oh Gott. Das ist schon relativ schwer. Aber muss ich echt sagen, gefällt mir trotzdem irgendwie. Ich weiß nicht genau warum. Zum Einfärben ist er zwar, finde ich, nicht so gut geeignet, wofür er eigentlich geeignet sein sollte. Aber zum Killen mit einem Klecksroller, wenn man das mag, kann man das mit dem machen. Man muss halt nur die Abstände richtig einschätzen. Und natürlich kann man auch trotzdem wenigstens okay mit ihm einfärben. Naja, habe ich sofort gesehen. Ja, da kam ich nicht mehr weg. Ich musste mich entscheiden. Entweder wäre ich durch den gestorben mit der Schusswaffe oder durch die Schwarmraketen. Das ist vielleicht ein Nachteil von ihm, aber er kann ja auch nicht nur Vorteile haben. Das muss man ja auch berücksichtigen. Hätte ich nicht gedacht. Ich fand den in Splatoon 1 so scheiße. Den gab es dort ja auch schon. Ach komm schon! Hatte gerade wieder meinen Hochdruckverunreiniger und dann killt er mich. Na 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 na. Wie? Ja, hat sich voll gelohnt, ich weiß. Oh Gott. Ist da irgendjemand dran gestorben? Nicht, ne? Ja, egal. Dann haben wir halt wieder verloren, aber gut. Kann ja nicht immer gut laufen, ne?
Lass das. Ich kann schon verstehen. Ich kann verstehen, wenn man vor dem Dynaroller Angst hat. Und sogar tatsächlich gut nachvollziehen. Weil der kann richtig, richtig scheiße sein. Aber, ja. Für den Sieg hat's jetzt trotzdem nicht gereicht. Aber fand ich trotzdem ganz cool. Sehr schön. Na, 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 na. Okay, dann halt wieder im Arowana Center. Muss jetzt aber nicht unbedingt schlecht sein. Als ob wir drei Klecksroller haben. Das ist doch auch schon wieder so unlucky. Naja. Die haben keinen einzigen. Das verstehe ich manchmal nicht so genau. Wie wird denn die Verteilung gemacht? Das würde mich manchmal interessieren. Also nach welchen Kriterien? Nach Stufe oder was genau spielt denn da rein? Weil die Waffen sind es ja definitiv nicht. Sonst werden wir ja nicht nur die gleichen Waffen bekommen. Oh Gott, so ein Assi. Nicht nur erschreckt, sondern auch fast getötet damit. Ach komm, mach das voll. Weiß ja nicht so genau, was am schlauesten ist mit dem Dynaroller. Ich meine, man muss ja irgendwie diesen Vorteil ausspielen, dass der halt so krank ist, also so krank stark. Aber ich weiß nicht genau wo. Ich glaube auch nicht, dass das beides gute Maps dafür sind. Obwohl die hier ist schon etwas besser als die andere. Weil man kann sich wenigstens ein bisschen besser positionieren. Dann den machen oder den normalen Schwung. Das bringt sie eigentlich schon ganz gut. Ja, da habe ich den wenigstens runtergelockt. Das ist doch auch gut. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe ihn noch getötet, aber er hätte mich auch fast umgebracht. Aber fast zählt nicht, weil ich lebe. Und das ist das Einzige, was zählt. Okay, kurz warten. Hier eine Mine platzieren ist vielleicht ganz schlau. Keine Ahnung. Bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber mir kommt das zumindest schlau vor. Okay, ich gehe. Das ist mir dann doch ein bisschen zu riskant, da in der Base zu chillen. Oh nein! Okay, der kann aber nicht nach unten schießen. Der kam extra nochmal, oder wie? Wie geht das überhaupt? Dass man dann extra nochmal neu aktiviert. Der da oben nervt. Den habe ich aber ordentlich Hits gegeben. Scheiße. Geh in die Luft! Der hätte auch ruhig in die Luft gehen können. Aber komm, die Runde muss gewonnen sein. Ja. Eigentlich schon. Okay, die Mine ist sogar noch da. Ja, genau. Komm, das kannst du mir nicht erzählen. Ja, passt. Gut, dann bedanke ich mich jetzt schon mal wieder für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von Let's Play Splatoon 2 Online. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Bis dann. Ja, perfekt.